den freien Fall einer kleinen Kugel ohne Luftwiderstand auf eine waagrechte Ebene. Das heißt, wir nehmen an, freier Fall, Beispiel freier Fall einer Kugel auf eine waagrechte Ebene. Auf waagrechte Ebene. Und zwar die Kugel mit der Masse m befindet sich in der Höhe h über der Grundebene. Das ist die Höhe h0. Sie fällt also darunter und hat unmittelbar vor dem Auftreffen am Boden die Geschwindigkeit, vielleicht zeige ich nicht das jetzt rot ein, die Geschwindigkeit V0. V0. Sie durchläuft jetzt den ganzen Stoßprozess und nach dem Stoß wird die Kugel mit der Geschwindigkeit V1 nach oben sich bewegen. Die Frage ist jetzt, welche Höhe erreicht die Kugel nach dem Stoß? Benennen Sie die Höhe H1. Nun, beim freien Fall der Kugel ist die Geschwindigkeit der Wurzel aus 2gh. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel den Energiesatz verwende für den Fall, dann heißt das t minus t0 ist gleich w. Die kinetische Energie am Anfang war 0. Beim Augenblick des Aufpralls ist sie v, m halbe v 0 Quadrat. Die Arbeit der Gewichtskraft ist positiv m, oh Gott. Die Endgeschwindigkeit, nein, das ist alles falsch. Noch einmal. Freier Fall. Fallbewegung heißt, am Ende habe ich m natürlich m halbe v 0 Quadrat. Am Anfang war die Geschwindigkeit 0, die Arbeit ist positiv. Mg mal H0. Wir sehen, da ist die Masse, da wirkt die Kraft nach unten. Das ist Mg. Und damit ist die Geschwindigkeit, daraus folgt V0 ist gleich Wurzel aus 2g H0. Nun haben wir festgestellt beim Stoß, dass die Rückprallgeschwindigkeit V1 gleich ist Epsilon mal V0. Also wird hier V1 gleich Epsilon mal Wurzel aus 2gh0 sein. Wie hoch
kommt die Masse nach dem Stoß. Also die Rückprallhöhe. Die Rückprallhöhe H1. Und das wird genauso gerechnet mit dem Energiesatz. Und Sie sehen, und das, was ich hier beim Fall an Geschwindigkeit gewinne, das wird jetzt an sich rückgängig gemacht. Und wir können sagen, H1 ist gleich V0, V1 Quadrat, nicht V0, V1 Quadrat durch 2G. Das ist die erreichbare Höhe. Nun ist aber V1 Quadrat gleich Epsilon V0. Epsilon Quadrat V0 Quadrat durch 2G. Das V0 Quadrat ist aber 2GH0 durch 2G. Also bleibt hier Epsilon Quadrat H0. Man kann mit diesem Versuch jetzt sozusagen das Epsilon bestimmen, indem man die Höhen misst, dann ist das Epsilon gleich Wurzel aus H1 zu H0. Also die Rücksprunghöhe im Verhältnis zur Fallhöhe und daraus die Wurzel. Angenommen, die Masse fällt aus H0 1 Meter und die Rücksprunghöhe wird gemessen mit, ich nehme jetzt eine Nummer, aus der ich die Wurzel ziehen kann, 0,81 Meter, so würde sich daraus ein Epsilon ergeben, von Wurzel aus 0,81 zu 1, also ist gleich 0,9. Der Wert von Epsilon hängt natürlich jetzt stark ab von der Materialbarung. Epsilon hängt ab von der Art und Weise und der Beschaffenheit, also vom Material. Und zwar sowohl von der Aufprallebene als auch von der Kugel. Das wäre also das einfachste Beispiel, das man hier machen kann. Und zugleich daraus bestimmen kann, aus dieser Rücksprunghöhe, diese Epsilon-Ziffer. Die Epsilon-Ziffer ist also immer eine Messgröße, die muss man angeben. Sie ist so wie der Reibungskoeffizient μ bei der trockenen Reibung, ja, der muss auch vorgegeben sein aus der Werkstoffbauung.